Hi, liebe Leute, es ist mal wieder soweit und zwar Teil 2 vom Gravelman, also der Gravelbike-Videoserie von und mit meinem Kollegen Heiko ist jetzt endlich da und es geht auf eine Runde um Regensburg mit allen Infos, die ihr dazu braucht. Ich finde es echt mega gemacht und ich krieg direkt Bock aufs Radfahren. Meine Frage an euch: Fahrt ihr denn auch Gravelbike oder was in der Art? Ich komme ja nicht so mit den Lenkern klar, sonst finde ich die Idee an sich super. Ich fahre auch gern einfach Schotterwege, Gas geben. Schreibt mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie euch die Folge gefällt. Viel Spaß damit. Bis dann, euer Marc. Servus und hallo. Endlich darf ich jetzt mal anfangen, die ersten Touren hier rund um Regensburg vorzustellen. Wir starten heute von der Walhalla Richtung Kräuterforst hoch zum Silberweiher, dann runter nach Bernhardswald. Von dort geht's auf dem Bockerler Radweg Richtung Wenzenbach, dann weiter nach Haselbach. Von Haselbach geht's dann Richtung Keilberg. Also vom Keilberg oben fahren wir dann in den Dynamit Trail. Also wir fahren nicht das komplette Stück, weil es gibt da zwei Varianten. Wir fahren da, dort dann die einfachere Variante, weil ich sage es jetzt mal so, mit dem Gravelbike ist die schwere Variante, also der komplette Dynamit Trail, einfach zu gefährlich. Wobei der Nordtrail ja nicht weniger anspruchsvoll ist, also ist technisch auch einiges an Anspruch da. Genau, und dann mache ich mich jetzt noch fertig und dann geht's los. Das ist jetzt Donaustauf. Von hier aus geht es jetzt schon gleich in den ersten Berg rein. Der Anstieg, der jetzt da kommt, bis zum Silberweiher hoch, der hat ungefähr 200 Höhenmeter. Und es ist vom Untergrund her zu Beginn noch Asphalt. Aber das hört sich jetzt gleich auf. Da geht es nämlich jetzt direkt rein zum Graveln. I was waiting in the undertow. Set a trip to fade away light bulbs. Unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. Der Anstieg ist insofern sehr schön, weil er abwechslungsreich ist. Also wir haben hier viele Kurven drin, dann mal ein bisschen flachere Abschnitte, wie hier jetzt. Und dann eine ziemlich schöne, richtig steile Passagen. Technisch gesehen ist der leicht. Also sind jetzt keine besonderen Hindernisse zu überwinden. So, das Gröbste haben wir jetzt geschafft. Da unten kommt schon der Silberweiher ins Bild. Von hier aus geht es nur noch bergab bis Bernhardswald. Das ist eine richtige schnelle Abfahrt. Wie gesagt, aufpassen. Aber bringt schon Fun. Ich habe mir natürlich heute wieder den besten Tag ausgesucht. Ostersonntag, wo natürlich überall sehr viel los ist. Das sind genau diese Dinger, die man wirklich erst im letzten Moment sieht. Also da ist schon Konzentration gefragt, obwohl das jetzt schon hier ziemlich schnell runter geht. Da vorne sehen wir jetzt Bernhardswald. Jetzt geht es ins freie Gelände.
dann nochmal durch den Ort durch. Ist auch eine Abfahrt, die richtig läuft. Through this world, will you guide me? Through this pain, will you always hold my hand? When I need you, when I don't know what I'm doing with myself, I'm a lost soul. Walking through this world like I have some idea. When I don't, I don't. An dieser Stelle erzähle ich euch kurz was. In der Richtung fahren wir jetzt lang. Das ist also hier der Bockeler Radweg. Das sind ca. 3 Kilometer flach bis leicht bergab. Und in die Richtung, da geht es jetzt hier, wo das blaue Schild ist, weiter Richtung Falkenstein. Könnt ihr auch so mal fahren. Ist zum Graveln, zum E-Biken, sag mal E-Fahrrad, also auch City-Räder. Ist der Weg wirklich schön und optimal für die Familie. Aber wir starten jetzt mal Richtung Regensburg und lassen es jetzt auch mal ein bisschen ruhig angehen. Und bis Haselbach einmal mal ein bisschen entspannen, weil dann kommt nochmal ein richtiger Anstieg. Makes me high like a drug. Makes me wanna be near you like. Ich habe den Bockerl-Bahnradweg nach Falkenstein in meiner Pilotfolge ja schon mal kurz erklärt. Aber ich sag's jetzt hier gern nochmal. Also hier ist bis 1985 eine Bockerl-Bahn in Betrieb gewesen. Und man hat also dann später die Bahnlinie rückgebaut und eben diesen Radweg hier angelegt. Da drüben, da sieht man das Schloss Schönberg. Das ist auch eine Attraktion. Hier, glaube ich, sieht man es schön im Bild. Und da geht es also an einigen Sehenswürdigkeiten vorbei und im Frühling oder im Sommer duftet es hier nach Wald und Wiese. Hier sind wir jetzt in Wenzenbach. Es geht jetzt einfach durch Wenzenbach auch ein kompletter Radweg durch, der asphaltiert ist. Und dann, wenn wir hier durch sind, geht schon den letzten flachen Teilabschnitt. Dann sind wir nämlich nochmal 5 Kilometer unterwegs bis Haselbach. Und dann geht es nochmal ca. 150 Höhenmeter nach Keilberg bergauf. Traveling around the world, my feet will tell me where to go. I'm not afraid to step outside and see the world for what it is. No. Spending all my time with people that I barely know. Jetzt geht's dann durch Keilberg noch durch. Jetzt für jeweils 3 Folgen immer ein Rad. Für die ersten 3 Folgen habe ich jetzt das Stork Grix Pro RR 105. Und da habe ich heute Vormittag schon eine kleine Besprechung dazu gemacht und die blenden wir jetzt mal ein. Das ist jetzt also das Rad, auf dem ich jetzt die nächsten 3 Touren hier rund um Regensburg unterwegs bin. Das ist das Stork Grix Pro RR 105, das hat also die komplette 105er Ausstattung Shimano. Hat einen Carbonrahmen, hat hinten eine tiefgelegte Kettenstrebe, das also das Aufschlagen der Kette verhindern soll. Bereift ist das Grix mit Schwalbes G1 Bereifung. Ich finde die Reifen ganz gut, auch aus dem Grund, weil die erstens mal mit diesen feinen Noppen kaum Schmutz ansetzen, also bei Schlamm oder so, der setzt sich da kaum fest. Die Rolleigenschaften sind sehr gut. Auf Asphalt, auf befestigten Wegen und auch auf leicht weichem Untergrund oder auf Gras, zum Beispiel Wiese, hat man hier einen super Grip. Was mir besonders gut gefällt, ist der Lenker. Der ist klassisch gerade gezogen. Von der Breite her gefällt mir jetzt eben auch sehr gut, dass der eben eher klassisch breit ist.
Früher hat man eigentlich so eine Faustregel gehabt, also Lenkerbreite gleich Schulterbreite. Für mich ist das jetzt genau passend, also der ist nicht zu breit. Das ist natürlich immer Geschmackssache, aber für mich persönlich, ich finde das einfach passend für mich. Vom Übersetzungsstrang haben wir hier jetzt 50-34 und hinten einen 11-fach-Zahnkranz drauf in 32-11. Da hat man also auch bei hohen Geschwindigkeiten immer eigentlich passende Übersetzung. Also auch wenn man mal Straße fährt, wo man wirklich richtig Geschwindigkeit draufbringt, dann hat man hier eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Übersetzungsverhältnis. So viel habe ich schon mal gemerkt, also finde ich gut. Ein kleines Manko ist vielleicht die Sattelstütze. Das ist jetzt eine Alu-Sattelstütze. Da hätte man vielleicht eine Carbon-Stütze noch verbauen können, um ein paar Gramm Gewicht zu sparen. Der Rahmen birgt aber auch viele Möglichkeiten für Gepäcktaschen. Also man kann insgesamt zum Beispiel 3 Trinkflaschen befestigen. Dann haben wir Halterungsmöglichkeiten an der Gabel hinten für den Gepäckträger. Also das ist auch durchaus gerüstet, um jetzt eben eine längere Tour zu machen. Also über mehrere Tage kann man hier gut nachrüsten und viel Gepäck montieren und viel Gepäck dann dementsprechend auch mitnehmen. Das war jetzt mal ein grober Überblick von den Komponenten und der Zusammensetzung des Radars. In der nächsten Folge erzähle ich euch dann mehr über die Fahreigenschaften und wie sich die einzelnen Komponenten an sich im Gelände und auf den verschiedensten Trails und Wegen bewähren. So, das ist jetzt der Einstieg zum Dynamit Trail und wie ihr seht, sehen wir hier ein Schild und dazu möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Das ist ein Naturschutzgebiet und viele fragen sich ja immer, darf man da überhaupt mit dem Rad rein? Es ist so, dass es hier eine hohe Artenvielfalt gibt. Durch den kalkhaltigen Boden hier gibt es hier also auch eben eine Flora, die wo nur hier wächst. Das sind hauptsächlich kleine Bodenblumen, Pflanzen, Kräuter und so weiter. Und man darf, also bloß noch mal zur Erklärung, mit dem Rad oder zur jeglichen Erholung, also zu Fuß, aber auch mit dem Fahrrad, dort befahren im Naturschutzgebiet, wo für Fahrräder geeignet sind oder beziehungsweise wo man fahren kann. Aber bitte bleibt immer auf diesem Trail. Es wachsen links und rechts seltene Pflanzen und hier sind halt auch viele Fußgänger. Also, dann starten wir jetzt mal in den Dynamit Trail. Ich fahre jetzt hier bis zum Keilstein durch. Dort mache ich nochmal kurze Pause, weil das ist wirklich ein sauschöner Ausblick über die Stadt. So, und jetzt hier ist genau der Punkt. Hier geht es jetzt den schwierigen Grat runter, den Dynamit Trail, der also schon sehr anspruchsvoll ist. Und wir fahren jetzt im Norden rum. Der hat einen guten technischen Anspruch, aber wenn was passiert, dann passiert nichts so Schlimmes, wie wenn man hier jetzt runterfährt. Genau, also deswegen fahren wir links rum. Jetzt sind wir in Tegernheim. Hier geht es jetzt halt wieder Richtung Donaustauf.
ist übrigens das Hotel. Forsters. Schönes Hotel mit guter kulinarischer Küche. Jetzt hier der Anstieg, um von unten her zu Fuß zu die Valhalla hochzukommen. Oh, Scheiße, ich muss die Stufen mal zählen. Wie viel sind das? Das gibt's ja gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Das war jetzt meine persönliche Valhalla-Tour. Ich finde jetzt den Startpunkt unterhalb der Valhalla ganz cool, weil man eben dann am Ende, am unteren Teil der Valhalla wieder rauskommt, diese endlosen Stufen dann noch hochlaufen kann. Mit jeder Stufe, die man halt höher kommt, ist man ja dem Himmel ein bisschen näher sozusagen. Und es ist also schon beeindruckend und das ist dann nochmal so eine Belohnung am Ende. Ich freue mich dann schon auf die nächste Tour und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao. In the water feels like a friend I've not seen in years. So familiar and strange at once. Like a lover who lost her touch. At first I